Das Lichtfestival 2022 wurde angekündigt. Richtig geniales Event, gefällt mir sehr gut. Außerdem Raid Day am Wochenende und ein paar andere Dinge. Sehen wir uns an. Lichtfestival startet am 14. Oktober. Ein relativ kurzes Event läuft bis zum 17. Oktober. Und es gibt Boni. Das ist ja nicht mehr Standard bei den Events. Zweifache EP beim Fangen und die zweifachen Bonbons beim Fangen. Außerdem, wenn man den Rauch im Event aktiviert, hält er 2 Stunden anstelle von aktuell 1 Stunde. Und es gibt eine erhöhte Shiny-Chance bei Lumpy. Das ist auch mal cool. Da kann man gezielt dieses eine Pokémon jagen. Die Pokémon in der Wildnis, da gibt's so einige vom Typ Elektro oder irgendwelche, die etwas so mit dem Lichtthema zu tun haben. Galaponita, heiß begehrtes Shiny, und Togedemaru sind allerdings nur selten und brandneu. Bubungus entwickelt sich mit 50 Bonbons zu Lamellux. Mal wieder ein Event mit Lichtl, also das Ding kommt noch so einige Male vor außerhalb des Community Days. Und es gibt auch, weil der Rauch 2 Stunden hält, besondere geboostete Rauch-Pokémon. Zum Beispiel selten auch mal ein Galaflampion. Das konnte ich schon in Shiny fangen. Ein wirklich cooles Teil. Dann ein Elezeber in Shiny möglich ohne Kostüm. Ich glaube, das könnte vielleicht die eine oder andere Person dazu motivieren, den Rauchvorrat ein wenig zu verbrauchen. Feldforschungen wird es auch geben, sowie eine befristete Forschung. Die dreht sich ein wenig um das Fangen und da gibt es die Leuchtpose. Und da sehen wir schon ein kleines Teaser-Video. Einfach so eine Gratis-Pose für alle, zumindest wenn man diese Forschung macht. Und das sollte doch zu bewältigen sein in den paar Tagen. Jo, und wir haben außerdem Raid-Bosse. Ja, ich weiß bei den Raids oft echt nicht mehr, was man da mit seinem Gratis-Pass machen soll, wenn man den legendären Raid nicht unbedingt schafft. Und genauso werde ich es hier vermutlich auch nicht wissen. Vielleicht einmal Bubungus für die Medaille. Weiß nicht, die Denne kommt mir auch relativ neu vor, für mich zumindest, sodass ich, als ob ich das Pokémon noch nie geraidet habe. Hisui Wasserquill ist dann mal wieder zurück. Das hatte ja einen eigenen Raid-Day und kann shiny sein. Wird das eine kleine geboostete Rate haben, weil man das Pokémon ja anders gar nicht bekommen kann? So 1 zu 64 vielleicht oder 1 zu 128? Schauen wir mal. Wo wir auch schauen werden, ist, wenn wir im Lichterfestival bei Nacht spielen. Und ich muss sagen, obwohl die Boni und so auch schon toll sind, freue ich mich darauf am meisten. Je nachdem, wie es dann aussieht. Wilde Pokémon werden nachts während dieses Events leuchten. Vielleicht das Lumpy da oben bei den Fühlern und, keine Ahnung, Iguana, wenn man da drauf tippt oder die Animation durchführt, leuchtet das ja auch komplett. Vielleicht gibt es bei Pikachu ein paar Funkensprünge oder irgendwie so. Ich bin so ein Fan davon. Sonnenuntergang oder ein anderer Himmel. Wetterbedingungen. Das Auge ist mit beim Spielen und ich finde, solche Effekte sorgen auf jeden Fall für Abwechslung. Und wenn so ein Bubungus da rumleuchtet, nachts, dunkle Karte, ich hoffe, das sieht genial aus. Freue mich schon sehr darauf. Was haben wir noch? Wir haben, genau, darüber habe ich noch gar nicht berichtet, die Spiel in Essen, Spielemesse, 6. bis 9. Oktober. Auch hier gibt es diese üblichen Event-Boni, die wir jetzt schon bei einigen kleineren Veranstaltungen hatten. Lokmodule halten dort 6 Stunden. Es wird vermutlich ein paar gesponserte Stops geben. Und es tauchen WhatsApp, Porygon und Incognito S und E in Feldforschungen auf. S und E wahrscheinlich für Spiel Essen. Und die Incognito-Buchstaben können üblicherweise bei sowas nicht shiny sein, sondern nur, wenn Niantic das bei irgendeinem GoFest, bei irgendeiner Safari-Zone oder so aktiviert. Doch alle, die in Essen in der Nähe sind, vielleicht kann man da mal kurz vorbeischauen. Schauen wir uns Xerneas an, denn das haben wir dann schon am 8. Oktober. Und nein, das ist kein Fehler hier bei der Grafik oder bei meiner Einblendung dann.
Die Wettkampfpunkte sind identisch mit Iveltal für die 100% IV 2160 und mit Wetterboost 2701. Xerneas brandneu in Shiny. Tackle ist stärker geworden in der Go-Kampf-Liga und deshalb in der Meisterliga nun verwendbar. Schafft man schwierig zu zweit? Wer die Krypto-Pokémon hat und vielleicht ein paar Mega-Pokémon mitnimmt, möglich? Doch um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich dafür ganz klar 3 Personen einpacken. Könnte ich dafür noch irgendwas pushen? Anego habe ich schon gepusht. Ansonsten, welches Mega-Pokémon verwendet man da? Mega-Gengar hört sich gut an. Bibor auch gar nicht viel schlechter, aber Bibor hält viel weniger aus, wie ich hier gerade sehe. Nö, dann doch Gengar. Und kurioserweise ist Krypto Mewtwo auf Platz Nummer 7, obwohl Psycho einfach nur neutral gegen Xerneas ist. Da sieht man, wie stark Mewtwo ist, selbst in neutralen Szenarien, so verrückt. Also wer sein Krypto Mewtwo noch nicht gepusht hat, worauf wartet ihr noch? Dann haben wir jetzt schon in 2 Tagen am Samstag den Raid Day mit Mega Gyarados. Kleine Erinnerung und auch eine weitere Erinnerung. Es ist nicht vom Typ Flug. Also nicht glauben, ah okay, Elektro und sonst gar nichts. Nein, Elektro ist zwar effektiv, aber nicht gegen beide Typen. Wir haben auch noch andere, die sehr nützlich sind, wie zum Beispiel Kampf, Pflanze und sogar Fee durch den Unlicht-Typ, den Mega Gyarados bei der Entwicklung bekommt. Katagami auf der 1, ich hab's gesagt, das ist so ein krasser Pflanzenangreifer. Terrakium mit der brandneuen Attacke Doppelkick, bestes Kampf-Pokémon, Ex-Equo mit Krypto. Machomai. Und Mega Gyarados kann man auf jeden Fall zu zweit schaffen, wenn man da nur halbwegs gute Pokémon hat. 5 Raid-Pässe in diesen 3 Stunden, die 2 vom Tag zählen auch noch dazu, also hätte man 7. Und wenn man den von gestern noch hat, ist man bei 8. Gyarados ist sehr nützlich als Mega-Pokémon, wird häufig als Top-Counter gelistet. Shiny-Chance 1 zu 10, also wer irgendwelche Carpador-Events von damals verpasst haben sollte und das Shiny noch benötigt, das ist eine gute Gelegenheit dafür. Also bereitet eure Konter vor, hebt euch eventuell den einen oder anderen Rauch für das Lichtfestival auf. Und ansonsten würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.